Lampyrus noctiluca mag zwar weiter verbreitet sein als Lamprohiza splendidula, ist aber etwas unauffälliger. Denn hier leuchten bei den ausgewachsenen Tieren nur die Weibchen und das sind dann eben einfach so ein paar Leuchtpunkte, die da am Boden irgendwo sitzen, während bei Lamprohiza splendidula die Männchen im Flug leuchten. Lampyrus noctiluca Männchen können das nicht, deswegen sieht man die auch nicht, wenn sie da rumfliegen. Und wenn man sie selber sehen will, muss man auf einen Trick zurückgreifen. Dafür bastelt man eine kleine Falle aus einer Batterie, einer LED und so ein bisschen Kabel dazwischen. Eine schöne Anleitung für den Bau gibt es beim Schweizer Glühwürmchenprojekt. Link in der Beschreibung. So, dann bauen wir die Falle mal auf. Da habe ich einen leichten Wackelkontakt eingebaut, aber ich sag mal einfach, das war Absicht, weil damit kann man das dann schön an- und ausschalten durch Schütteln. Tada! Ein Lampyris-Männchen ist in die Falle gegangen. Hier nochmal ein anderes. Und ein paar ältere Fotos, wie so ein Männchen da etwas falsch liegt. Hier mal der direkte Vergleich. LED-Falle und rechts daneben ein echtes Weibchen. Also man sieht schon, die LED ist etwas auffälliger. Und da fliegen die Männchen dann hin. Dann werfen wir doch nochmal einen Blick auf das Leuchten des Weibchens. Und hier nochmal ein paar Aufnahmen von der Paarung. Hier übrigens immer mehrere Männchen pro Weibchen. Das kommt auch häufiger mal vor. Larven habe ich im Sommer 2017 recht viele gesehen. Und anhand ihres Leuchtens entdeckt. Hier kann man so ein bisschen erahnen, das lavale Leuchten.